Schönen guten Tag, Salami hier von der Firma CDA. Herr Olaf Bockennetz hätte ich gesprochen. Salami? Wer ist da? Salami hier von der Firma CDA. Den Herrn Olaf Bockennetz hätte ich gesprochen. Ja, bin ich. Hallo. Hallo, Herr Bockennetz. Und zwar, es geht um Ihren Strom auf der Hohe Straße 69. Und damals hatten wir Ihnen ja versprochen, dass wir uns sofort bei ihm melden, sobald wir Ihre Energiekosten senken können. Ach, cool. Das wollten wir ganz kurz mit Ihnen besprechen. Ihre Postleitzahl ist dann noch die 26969 Butjadingen? Ja, es wird Butjadingen ausgesprochen. Ah, Butjadingen, genau. Ja. Wunderbar. Wie der Verein. Ah, okay. Ja. Mit wie vielen Personen leben Sie aktuell zu Hause oder kennen Sie Ihren Verbrauch, Herr Bockennetz? Ich kenne meinen Vermieter, ja. Den Verbrauch kennen Sie nicht? Den Vermieter, ja. Achso, haben Sie Verbrauch gesagt? Ja, okay. Genau. Ja, ich wohne hier allein, aber meine Freundin ist so die Hälfte der Zeit noch da. Ach so, was zahlen Sie da aktuell für Ihren Strom im Monat circa? Ich glaube so 50 Euro. Das ist so ein Hintergrundgeräusch. Ist bei Ihnen ein Fernseher im Hintergrund an? Nee, das ist ein Radio. Können Sie es ausmachen? Okay, einen Moment, ja? Ja, danke. So, besser? Ja, vielen Dank. Das gibt wegen Copyright Probleme sonst. Okay, kein Problem. Also, Sie sind aktuell bei der EWE, ist das richtig? Wo bin ich? Bei der EWE, beim Strom. Was ist das? Stromanbieter bei Ihnen. Okay, kann ich nicht. Sie bezahlen doch jeden Monat Strom, oder nicht? Ja, natürlich. Genau. Und wohin geht das? Zu die EWE. An den Stromanbieter geht das. Genau, und der heißt EWE bei Ihnen. Ach so, okay. Ja, sorry. Ey, es kann ich mit dir so direkt sprechen? Ich bin fucking 19, ich kenne mich damit echt nicht so aus, sorry. Ey, korrekt, das liebe ich auch, komm, lass mal direkt so reden, ja? Ja, man, so, guck mal, so gescheit, nicht so hochgestochen, das kotzt mich immer voll an, wenn irgendwelche Leute drauf bestehen, mir ihre langen Wörter hinten reinzudrücken. Ja, hast du auch recht, ja, Mann. Komm, wir besprechen das mal ganz locker okay. Easy. Also es geht um den Stromanbieterwechsel. Da wird sie in Zukunft weniger bezahlen, ja? Ja, geil, Mann. Da wollen wir jetzt helfen. Du bezahlst aktuell 50 Euro, sagtest du, ja? Ist ungefähr, Mann. Okay, dann gucke ich mal, was ich da für dich tun kann. Also, du bist jetzt alleine, oder? Ja, alleine und halt Freundin, manchmal. Ah, okay. Aber dafür brauchst du bestimmt nicht so viel, oder? Geht so. Hast du ein Aquarium oder ein Solarium zu Hause? Ja, natürlich habe ich ein Solarium. Nein, Spaß. PC habe ich zu Hause, der ist auch overclocked. Richtig. Richtiges Biest. Ja. Und zwar den neuen Anbieter, was ich für dich rausgefunden habe, ne? Ja. Der heißt Leckerstrom, cool. Ja, Lecker Energie. Da wirst du wieder als Neukunde begrüßt mit einem Arbeitspreis von nur noch 24,89 Cent Kilowattstunde brutto. Da wir gerade so voll so direkt und so reden, ne? Ja. Darf ich dir einen ganz kleinen Tipp geben? Bitte. Versuch ein bisschen freier zu sprechen. Das klingt sehr abgelesen. Ja? Ja, total. Ja, ich lese das ja auch gerade ab hier von dem Computer. Ja, ich weiß. Also den Preis. Ja, muss nicht so viel ablesen, mehr aus dem Kopf. Das hilft. Okay. Dann kommst du auch so authentischer rüber. Ich weiß, das klingt vielleicht komisch, aber so. Ne? Kein Problem, danke für den Tipp. Also, der neue Anbieter, ja Herr Bocken. Soll ich Olaf hin? Ja, sag Olaf. Oder Olli, kannst du auch Olli sagen. Okay. Okay, Olli. Warte, erst du, ich hab am Anfang nicht ich hab's nicht verstanden. Der Name. Also mein Vorname ist Said. Said? Ja, genau. Wird das S-A-I-D geschrieben? Genau. Ah, cool, Mann. Mein zweitbester Kumpel ist auch so, deshalb. Ja, wunderbar. Ja, voll korrekt. Ja, guck mal, der neue Anbieter, den wir dir jetzt geben, der heißt Leckerstrom. Ja, lecker. Ja. Nice. Ja, da bezahlst du im Monat nur noch 31 Euro und 70 Cent brutto. Brutto ist dir klar, oder? Ja, brutto ist so wegen Steuern. Genau. Alles drin ist nur noch 31 Euro und 70 Cent. Da hast du 24 Monate Preisgarantie, also da kannst du dich zurücklehnen und genießen. Ja, da schaue ich mal kurz nach. Und ganz wichtig für dich, die Konditionen bleiben auch weiterhin dieselben. Das heißt, keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellungskosten. Jo. Der örtliche Anbieter bleibt auch weiterhin für dich zuständig, für die Wartungen und Lesungen der Zähler. Also da ändert sich gar nichts bei dir auf der Rechnung, nur der Name. Das ist ja quasi so voll so der Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Genau. Weil man Win-Win, genau. Ja. Also da ändert sich nur der Name bei dir auf der Rechnung. Aha. Ja. Und das war halt weniger Zahl. Der Strom bleibt da weiterhin derselbe, der wird jetzt nicht heller oder grüner. Ja. Der wird leckerer. Der wird leckerer, genau. Ja. Und das Beste für dich, du musst auch dabei nichts machen. Das ist jetzt Kundenservice pur. Also wir stellen dich auf den neuen Tarif jetzt um. Krass, du bekommst das Ganze nochmal schriftlich, prüfst das bitte nochmal, vergleich es mit deinen Unterlagen. Und wenn alles so stimmt, wie von mir erklärt, dann hältst du das Ganze einfach ab und den Rest machen ja die Anbieter unter sich. Nice. Das ist sehr nice.
Guck mal, was ich nur von dir benötige, ist einmal die Zählernummer. Wo ist die bei dir? Okay. Die ist vielleicht am Zähler? Kann das genau, sein? Schau mal da. Hast du eine alte Rechnung bekommen von der EWE? Irgendwo eine Stromrechnung? Von irgendeine Stromrechnung? Musste ich aber raussuchen. Okay, schau ganz in Ruhe nach, ich bin sowieso auf der Arbeit. Ja, Mann, chill. Nice. Ganz in Ruhe, mach ganz chillig, ist gar kein Problem. Ja, voll krass. Wenn man nicht suche, einfach, ja, ich habe ein bisschen so ein Chaos. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Sauberkeitsfanatiker. Ach, bei mir nicht anders. Ja. Ich bin gerade auch 22 erst. 22, nice. Dann bist du ja gerade erst, machst du so nebenbei, oder? Ja, genau. Nice. Cool, was machst du so? Außerhalb dann? Ich telefoniere und nebenbei studiere. Oh, du studierst, krass. Genau. Aber was denn, wenn ich fragen darf? BWL. Oh, voll so. Naja, bist ja am Ende hier ein paar Jahren richtig Monster. Vielleicht stelle ich dich ein, du bist sehr sympathisch. Das, vielleicht, ich halte es für unwahrscheinlich, aber man, genau. Man weiß ja nie, was die Zukunft noch so passiert. So, ich muss mal gucken, ich bin mir relativ sicher, dass ich habe so einen Karton, in den schmeiße ich Sachen rein, wenn sie mir zu nervig sind. Und irgendwas vom Strom, egal was für eine Stromrechnung, weil die Nummer ist immer dieselbe, die ändert sich nie. Bei jedem? Bei jedem Zähler ist dieselbe bei jedem. Okay. Also bei dir schon. Also, okay. Auf der Hohe Straße. Ja. Ja. Das ist voll viele Leute auch im Hintergrund bei euch, ne? Ist das eine linke Batterie oder was? Da sind so viele, ja. Weil ich mach das mal ein bisschen leiser, damit du die Idee nicht hörst. Okay. Kann ich ja nicht leiden. Doch, hier. Ein bisschen runter, ne? Ist das besser jetzt? Alter, hast du dir gerade gesagt, er soll leise sein? Ist besser, ne? Ja, natürlich. Krass, ne? Das finde ich cool. Ich muss sagen, du bist cool. Du auch. Ja, danke. Ich habe schon lange nicht mehr so einen lockeren Kunden gehabt, echt. Echt? Was? Und dann noch am frühen Morgen, du rettest mir den Tag. Ja, Mann. Alter, ich bin auch so aufgestanden. Die Hausmeisterin hat mich hier rausgeschmissen, hat eine halbe Stunde rumerzählt. Warum? Irgendjemand hat im Hof ziemlich Dreck gemacht und dann klingelt die mich um 7:30 Uhr morgens raus. Laber. Ja, Mann, voll schlimm. Und ich habe noch, Alter, ich habe gestern Abend noch, ich meine, es ist Wochenende gewesen, da bleibt man auch ein bisschen länger wach und dann 7:30 Uhr rausgeklingelt. Ja, das ist geht ja voll der Film gewesen bestimmt, ne? Ja, Mann, voll scheiße. Krass. Aber dann erstmal Tee trinken, so, ich bin ja nicht so der Kaffeetyp und dann geht's wieder. Ja, ich auch nicht. So, ich muss mal gucken, ich habe die Kiste jetzt mal hochgeholt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe versucht, nicht so laut zu sein, weil hier ja noch andere Leute schlafen. Ich schaue auch schon ganz in Ruhe nach. Ja. Bringe ich die mal hoch und dann kann ich sie oben durchsuchen. Kein Problem. Und du bist ja auch schon seit heute Morgen dann wahrscheinlich am Rumtelefonieren, oder? Oh, nee, ich habe gerade, du warst mein erster Kunde jetzt. Ah, nice. Das ist ja gleich erster Kunde, bester Kunde. Das ist sehr, sehr nice. Krass, echt. Jo, Mann. Oh, die ist schwer. Ich muss die mal ausmisten, die Kiste. Das ist Arbeit. Darauf habe ich keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock drauf. Aber manchmal muss man, ne? Spaß halt im Monat, jeden Monat 20 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das fast 250 Euro. Ist eine Menge Geld. Ja, Mann. Das ist klar. Kann man auch was anderes verkaufen. Ja, da kannst du dir, weiß nicht, sehr viele Sachen verkaufen. Ja, normal. Ja. So, wenn ich jetzt die Treppen bis hochtrage, kann ich nicht so viel reden. Dann musst du den Redenteil übernehmen, bis ich oben bin. Okay, kein Problem. Das ist anstrengend. Geh ganz in Ruhe. Mach keinen Stress. Ja, Mann. Chillt. Chillig. Alles chillig. Ich will sowieso nach Stunden bezahlen. Solange du brauchst, besser für mich. Ach so, soll ich dann so Zeit stretchen? Bist du ein bisschen da, Mann? Genau. Ich ziehe das ein bisschen in die Länge. Nice. Ja, womit? Was hast du? Hast du irgend paar lustige Geschichten von dem? Passieren? Kann ich erzählen, gestern war Sonntag, bisschen Shisha war gewesen. Ja. Und jetzt zu arbeiten, naja, gar keine Lust. Aber willst du machen? Ich glaube, meine Freundin, ihre beste Freundin, die hat es auch mal gemacht.
Ja? Ja, und die hat gesagt, die wird voll oft angeschrien. Von wem? Von negativ. Die hat auch Leute angerufen und dann haben die Leute sie halt irgendwie beleidigt und so. Das war krass. Boah, ja, da sind manchmal Leute, die sind echt neben der Spur, echt. Die wollen dir nur was Gutes tun, weißt du, ich meine jetzt mal im Ernst. Wir tun den Leuten was Gutes und die denken nur direkt das Negative, immer. Was machen die bei dir so? Ah, bei mir schreien, die machen alle, die sagen irgendwas, du willst. Was ich will. Du back auf die Scheiße, ich brauch keinen Strom und was weiß ich was, ich hab Kerzen, das reicht. Nein. Ich hab Kerzen, das reicht. Unnormal. Aber das Schöne daran in diesem Job, ne? Die sind sehr schöne Frauen halt. Echt? Also echt, sag mal, rate mal so die Leute, die so bei dir sitzen. Ne? Ich hab eine richtig krasse, die sitzt echt? Gegenüber von mir, ne? Ja. Die ist eine richtig krasse Sau, Alter. Echt? Ich schwöre, die sind sehr, sehr hübsche Frauen. Sag mal, beschreib mal. Boah, die eine hat jetzt gerade eine Brille an, die ist sehr, sehr nice aus. Ich schwöre dir. Alter, das ist eine richtige Latina. Eine richtige Latina? Ja, ich schwöre dir. Das ist eine und Kollegin? Oder ja, die ja, vorgesetzte Arbeitskollegin? Nee, Arbeitskollegin ist das. Das sind sehr viele Frauen, Alter. Hast du was gefunden? Ja, ich hab die Kiste jetzt mit hochgeschleppt. Aus dem Keller hab ich die geholt. Die musste ich jetzt innerhalb der Kiste suchen. Schau mal. Ja. Ich mach mich auf Lautsprecher, wenn du willst. Ja, hab ich schon. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob du das hörst mit der Kiste, aber... Ja, es ist okay. Ja, jetzt höre ich das. Ja, ich muss... Das Problem ist, da ich den Shit nicht aufgeräumt hat, hat es meine Freundin gemacht. Yay. Yeah. Und das Problem ist dann natürlich... Ja? Sie ist sehr, sehr hübsch aus heute. Echt? Meine Kollegin. Die ist gerade neben mir. Sie wollte gerade ein Stück von mir haben. Ah. Ja, willst du mir mal geben, dann kann ich... vermitteln, oder hast du eine Freundin? Soll ich dir die geben? Ja, mach! Warte, aber erstmal machen wir das kurz fertig, hier danach kannst du mit der Jo, genau. Ja? Okay, schau mal ganz in Ruhe, danach gebe ich dir die. Ja. Also das ist eine Zählernummer. So Wingman-mäßig kann ich ja was vielleicht richten für dich. Wie sieht denn die Rechnung aus? Ich habe davon keine Ahnung. Hier sind nur ganz viele Zettel. Die 1000 Zettel im Ordner, muss ich die jetzt einzeln durchgucken oder was? Ne, da muss doch irgendwas mit Strom sein. Hast du einen Mietvertrag? Hm? Hast du einen Mietvertrag? Ja, natürlich habe ich einen Mietvertrag. Aber der ist bestimmt, weißt du wo der ist oder auch nicht? Der ist wahrscheinlich auch in der Box irgendwo. Schau einfach ganz in Ruhe nach Zählernummer. Also das ist eine Stromrechnung. Egal wie alt die Rechnung ist, die Nummer ist immer dieselbe. Okay. Ja. Auch wenn man wechselt? Hä? Auch wenn man wechselt? Ja, genau. Weil da ist ein Zähler bei dir und der bleibt immer gleich. Ah, nice. Sehr nice. Ja, das ist nicht so anstrengend. Es gibt ja so also Sachen, die ändern sich dann dauernd. Irgendwelche komischen, so hinten auf dem Personalausweis, wenn man umzieht und so, voll nervig. Ja. Wie lange wohnst du jetzt da? Noch nicht so lange, anderthalb Jahre. Mhm. Es gibt Sachen, die habe ich immer noch nicht vom Umzug aufgeräumt. Aber das Geile ist, du bist schon mit 19 Jahren wohnst du schon alleine. Ja, natürlich. Läuft bei dir, Alter. Ja, ich habe auch Glück, weil ich mache Ausbildung mit, ich habe Abi gemacht und mache jetzt Ausbildung im IT-Bereich. Da verdienst du so viel, das glaubst du nicht. Nice. Ja, man, richtig. IT ist echt nice. Also Technik und so ein Shit, voll krass. Also bist ja voll der Freak. Ja, nee, aber Alter, hier sind voll die Opfer die ganze Zeit, das ist so schlimm. Ja. Also, irgendwie stehe ich mit zwei Leuten, die hier das auch machen und die anderen sind alle... Weiß nicht so. Das sind so Leute, da weißt du, okay, die gehen nur raus, um zur Schule zu gehen früher oder jetzt halt, um zum Job zu kommen. Und ansonsten sitzen die unten im Keller bei ihren Eltern und zocken World of Warcraft. Ja, das ist halt, traurig. Also, ich meine, nichts gegen World of Warcraft, aber so ausgeglichene Hobbys und so sollte man vielleicht schon haben. Ja, traurig. So, ich glaube, wie sieht denn die Zählnummer aus? Das sind einfach Zahlen, ne? Da steht Zählernummer drauf. Aha, okay. Oder Zählerstand, kommt drauf an. Ich glaube, ich habe mir die mal in meinem Handy irgendwo aufgeschrieben. Warte, ich kann in meinem Handy... Hast du denn eine Rechnung gefunden, Alte? Nee, aber ich habe so eine, als ich... Bekommst doch immer, im Jahr bekommst du immer eine Jahresabrechnung. Ja. Ne? Und da steht alles drauf. Kundennummer. Wird das bei dir abgebucht oder weißt du selber? Alter, ich höre die Kollegin im Hintergrund, die Stimme ist ja mal geil. Nice. Okay, steht was Zählernummer, die ist 9 Stellen lang, ne? Ja. Ja, okay. Soll ich durchgeben? Ja. 13. Ja. 37. Ja. 42. Ja. 66. Ja. 9. 9. Prima. Nice. Wo hast du das jetzt abgelesen? Wo hast du das jetzt? Ja. Das habe ich in meinem Handy. Ich habe mir das, als wir eingezogen sind, habe ich so eine Notiz gemacht mit Zählernummer. Ach so. Links. Ja. Hast du die Kundennummer da? Die Kunden, was ist das jetzt? Ist das gleiche? Nee, das ist eine Kundennummer bei dem Anbieter, wo du bist. Oh, okay, wo ist die? Die findest du, das wird doch bei dir abgebucht, ne? Ja, genau. Oder beweist du das selber? Nee, es wird
abgebucht. Okay. Hast du einen alten Kontoauszug? Wie steht das drauf? Okay. Ja, meine Kontoauszüge sind in woanders. Darf ich hier kurz. Gib mir mal deine Kollegin, hast du ja gesagt. Ja, wir müssen einfach nur noch Sekunde nur, dann sind wir auch durch. Dann gebe ich dir die. Okay, nach der Kundennummer? Ja. Okay. Ja, weiter, was soll ich dir sagen? So? Die macht das schon mit dir, die redet jetzt mit dir. Ah. Ach so, die gehört ja auch zum Prozess. Die weiß schon Bescheid. Ah, nice. Nice. Ja, warte. Okay, Kundennummer ist. Kontoauszüge sind hier. Ja. Kundennummer ist aber 10 Stellen, nein, nicht 9. Okay. Gut. Ja, ich muss gucken. Warte, ich kontrolliere lieber noch auf dem anderen Auszug, ob das wirklich die ist. Ja. Okay, hab's. Ja. Okay. 04 73 42 So, schauen wir kurz nach. Da steht auch EWE, ja? Wo jetzt auf dem Kontoauszug? Ja, wo das abgebucht wird. EWE. Vattenfall steht da. Ach, du bist bei Vattenfall. Jo. Die waren, glaube ich, günstiger. Okay, so. Dann habe ich auch soweit alles. Ganz kurz, Bockencenter, ganz kurz, Olaf, Olli. Ja. Wir müssen jetzt eine kleine Sicherheitsaufnahme machen. Da wiederhole ich noch kurz meinen Namen, deinen Namen, meinen Namen, die Anschrift, dass du alles nochmal schriftlich nach Hause bekommst. Du wiederholst deinen Namen zweimal? Warum? Also, ich wiederhole jetzt meinen Namen und deinen Namen. Ja, aber dann Im Tape, im Band. Ach so, ich mache so eine Aufnahme. Genau, also, Recording. Da, wo ich nochmal alles ganz grob wiederhole, die Preise, dass du alles nochmal schriftlich nach Hause bekommst, 14 Tage lang prüfen darfst, beziehungsweise widerrufen darfst. Und dann die letzte Frage noch, ob wir uns in Zukunft auch weiterhin bei dir melden dürfen, wenn wir wieder Sparpreise im Energiebereich haben. Also hab ich dem nicht schon beim letzten Mal zugestimmt? Du hast doch am Anfang gesagt, wir haben schon mal den Wechsel gemacht, ne? Das war wahrscheinlich dann von das erste Mal zu Vattenfall, oder? Genau, genau. Dann machen wir ganz kurz die Aufnahme. Das dauert 2 Minuten, dann gebe ich dir auch meine Kollegin, ja? Okay, aber ich schließe da keinen Vertrag ab, ne? Also du bekommst das ja in Form der Auftragsbestätigung. Okay, gut. Normal. Also kein, ja, passt. Kein Vertrag. So, ganz kurz. Aber dann bitte keine Fragen stellen, weil ich muss das dann wiederholen. Okay, ja? machen wir einfach ganz schnell durch, so zack, zack. Okay, so schnell wir können, Speedrun-mäßig. Go, go, schnell. Okay, das Band läuft, Herr Bockencenter. Ich fasse nochmal das Wichtigste in den Eckpunkten zusammen und zeichne das Gespräch ab jetzt auf, damit Sie auch nur das von uns erhalten, was wir mit Ihnen besprochen haben. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Bitte ein Ja. Ja. Also, Herr Bockencenter, mein Name ist der Salame von der Totem GmbH. Sie selber sind Anschlussinhaber, richtig? Genau. Ich spreche mit den Herrn Olaf Bockencenter. Sie wohnen auf der Hohe Straße 69. Die Postleitzahl ist die 26969 Ludjadingen. Ja. Geboren sind Sie am 6.9.1996. Das ist korrekt. Exakt. Derzeit Kunde sind Sie bei der Vattenfall. Die Kundennummer dort ist die 04733-24938. Die Zählernummer ist die 13374269. Das war so richtig, richtig? Ja, so habe ich sie auch im Zettel. Wunderbar. Ein 40-diges Widerrufsrecht. Da brauche ich nochmal ein Jahr. Okay, also das war jetzt. Wunderbar. Zu den Sachen, genau. Ja, Auftragsbestätigung, alles zugeschickt bekommen, schwarz und weiß. Genau, da einmal ein Ja. Genau. Wunderbar, super. Noch einmal zur Erklärung, Herr Bockencenter. Ich habe mich als Mitarbeiter der Totem GmbH und nicht als Mitarbeiter Ihres jetzigen Anbieters ausgegeben oder handeln in dessen Auftrag. Ist das so richtig? Wie handeln Sie jetzt? Keine Fragen. Also, das ist so richtig. Nein, ist so richtig. Wir freuen uns, dass Sie nun noch mit Ihrem Strom vom mehrfach ausgezeichneten Service der Lecker Energie profitieren können. Ich stoppe jetzt das Band. Okay. So, ich wollte so schnell wie möglich reden, wie du gesagt hast. Ja, war voll krass, aber sorry, ey, ich habe voll so Mist gebaut und so. Ich hätte beinahe eine Frage gestellt. Ach so, kein Problem. Habe ich ja dann doch nicht. Was war denn deine Frage? Das war bloß irgendwas mit sofort, zu welchem Datum das dann ist. Also kriege ich dann morgen schon den leckeren Strom, oder? Nee, nicht morgen, das dauert so 3 bis 4 Wochen. Ah, okay. Ja, also, dann sind wir fertig, ja? Ja. Dann gebe ich dir jetzt kurz meine Kollegin durch. Okay. Ja? Die hat noch 2, 3 Fragen an dich, ob ich nett zu dir war, ob auch alles korrekt verlief, ja? Ja, soll ich dir irgendwas von dir sagen, so versuchen wir es klar zu machen? Sag, ich war gut und so alles, ja? Ich höre sie im Hintergrund. Die kommen schon. Ich sag dir danach, dass ich nochmal mit dir was reden will, wir müssen ja auch besprechen, wie es mit der lief. Sag dir mal, die soll mit mir einen Kaffee trinken gehen. Ja, mach ich. Aber dann müssen wir danach, also wenn die jetzt mir auflegt, dann musst du mich nochmal anrufen. Ja, aber klar, dafür ich hab, okay? Komm, ja, mach ich. Was Gutes, jetzt zu mir auch was Gutes. Ja, Mann, sicher. Korrekt. Sigi, korrekt, mach ich. Jetzt warte, kannst du mir irgendwie welche Tipps geben, was sie mag oder so? Sie mag, warte, rosa und Glitzer, sagt sie. Warte, hört sie mich? Nein, noch nicht. Jetzt, ich geb die jetzt durch, ja? Okay. Hau rein, bis dann. Bis dann. Hallo? Hallo, Lenderhaus ist mein Name. Ah, hallo. Hallo, ich spreche mit dem Olaf Bockencenter. Ja. Ja, super. Mein Name ist Michelle Lenderhaus, ich bin von der Qualitätsabteilung. Ah. Und ich höre gerade, dass Sie sich zu einem Wechsel entschieden haben.
Und da der Herr Salamin noch ein neuer Mitarbeiter ist, darf ich Ihnen da kurz 2-3 Fragen stellen zur Beratungsqualität? Ja, natürlich. Es war, okay, es war so eine tolle Beratung da. Ist kein Ding. Gerne. Ich habe Zeit. Okay, cool. ich hoffe, der Herr Salami war nett zu Ihnen. Ja, ich denke, er hat sich, ja. Bitte? Sollten Sie sagen? Und er hat Sie gut beraten? Würde ich schon sagen. Also er hat seine konversationellen Skills auf jeden Fall gezeigt. Ja, war sehr zufriedenstellend. Ja, das freut mich. Was hat Ihnen denn am besten gefallen? Dass er auf die persönliche Situation mit mir als Kunde eingegangen ist und es nicht irgendwie Standard Scheiß, der abgelesen war, was 0815, was jedem einfach vorgelesen hat. So. Sodass man als Kunde auch als Einzelperson wahrgenommen wird. Das ist ja wie in einer Beziehung. Da will man ja auch wahrgenommen werden und da will man, dass der Partner auf einen eingeht und das ist, ja. Dann ist das ja auch eine angenehme Interaktion und das hat er ja, sehr gut drauf. Ja, das stimmt, das ist er auch. Er ist, auch, also ich meine, das können Sie jetzt besser beurteilen für mich, aber er ist doch netter, oder? Bitte? Er ist doch echt nett, oder? So. Ja, der ist sehr nett, ja. Ja. Sieht doch gut aus, also Sie können ja ihn echt? Nicht sehen. Ja. Wollen Sie was haben oder sagt, so? Oh, er sagt gerade, ich auch. Oh, danke. Ja, also das wäre doch voll toll, so Office Romance. Geht doch mal einen Kaffee trinken. Wir sollen einen Kaffee trinken gehen. Ja, mach das. Zeit. Er sagt, wir sollen einen Kaffee trinken gehen. Okay, gehen wir. Ey, das ist doch super. Das ist cool. Jetzt, das freut mich. Ja, ne? Ja. Dann schicken wir auch noch so ein FaceTime-Video, wenn wir einen Kaffee trinken. Okay, ich will mach ein Beweisfoto. Soll ich dann am besten ja, genau. Per E-Mail oder so? Ja, werde ich ihm sagen. Okay. Ja, aber dann, ich prüfe das auch nach, ne? Ich rufe ihn dann nochmal in der Woche oder so an und gucke, ob ihr auch wirklich Kaffee trinken gegangen seid. Ja, ich werde ihm das sagen. Zeit. Okay. Er will per E-Mail ein Beweisvideo, dass wir Kaffee trinken waren. Und er hat gesagt, wenn du das nicht machst, ruft er nochmal hier an. Er sagt, wir machen das. Okay, dann vertraue ich darauf. Okay, super. Nice. Wurden Ihnen denn alle Fragen beantwortet oder haben Sie noch eine Frage? Es wurden alle Fragen, die ich hatte, sehr kompetent beantwortet. Das höre ich doch gerne. Auf jeden Fall hoffen wir dann, dass wir an den Nebenkosten sparen und immer wenn der Staubsauger angeht, ja gut, wohnen Sie alleine? Nee, also so halb, ne? Meine Freundin ist unter der Woche da. Okay. Ja gut, dann hoffe ich, dass wenn der Fernseher angeht, die Waschmaschine der Herr, denken Sie bitte an uns und sparen Geld. Ja, ich denke, mache ich. Eine letzte Sache noch. Es könnte sein, dass Ihr örtlicher Anbieter versucht, Sie mit einem verbilligten Tarif zurückzugewinnen. Mhm. Das ist aber legitim. Aber wir denken, das hätten die eher machen müssen. Jetzt hat der Salamin sich die Arbeit gemacht und einen günstigeren Tarif rausgesucht. Ich denke, der hat sich das Vertrauen und die Zusammenarbeit verdient, oder? Ja, klar. Außerdem, wenn ich dann das Gegenangebot annehme, dann seid ihr ja wütend auf mich. Und ich krieg, genau. Das, ist halt die ganze, das will ich ja nicht. nein, Quatsch. Nein, ja, ist schon klar. Ich meine, wenn Sie hier so einen tollen Service und mit so einer tollen Beratung kostenlos anbieten, dann weiß ich das auch zu schätzen, das ist klar. Ich find's auch toll, dass Sie so gut darin sind, Sarkasmus zu erkennen. Ja. Aufgrund der vielen Wechselwilligen kann es auch passieren, dass der Versand der Auftragsbestätigung zwischen 4 bis 6 Wochen andauern kann. Also keine Sorge, es kann passieren, dass Sie die Kündigung Ihres jetzigen Anbieters vor Erhalt der Auftragsbestätigung erhalten. Da merken Sie aber dann, dass wir bereits aktiv geworden sind. Okay, aber es gibt keine Chance, dass ich dann ohne Strom dastehe. Und wenn, dann kommen wir mit Kerzen und machen das schön gemütlich. Oh, ja, das kann ich ja. Also ich hab voll den coolen so Jacuzzi. Kennen Sie das? Das ist so ein Mini-Pool. Könnt ihr beide Candlelight-Dinner machen? Das wäre doch cool. Genau. Werden Sie mal dann auch gleich sagen, dass wir dann Candlelight-Dinner machen. Naja, nicht zu schnell machen, sonst wirken Sie zu sehr, als würden Sie an ihm klingen. Das mögen Jungs, Männer. Nein, ich bin schon gut auf Abstand. Er versucht ja immer wieder mit mir einen Kaffee trinken zu gehen, aber... Aber jetzt hat's ja geklappt. Ja, durch Sie, also... Ja. Das ist Amor. Da ist ja auch bald wieder Valentinstag in 10 Monaten. Genau, da muss dann auch ein Bier für Sie rausspringen. Ja, das ist natürlich, das hole ich mir von ihm dann ab. Genau. Ja, wie gesagt, also passiert nicht, dass Sie ohne Strom sind. Okay, dann ist ja gut, dann bin ich beruhigt. Ja, ich guck gerade, wo er ist. Er ist gerade irgendwie geflüchtet. Ja, aber der kommt gleich wieder, dann übergebe ich nämlich nochmal. Okay. Also ich weiß nicht, wo der jetzt hingelaufen ist, aber naja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht auf Klo.
Nee, das ist er auch nicht. Machen Sie das nur den ganzen Tag, so die Kontrolle, oder machen Sie selber auch so Beratungsanrufe? Ich mache selber das auch. Ah, cool. Ja. Macht Spaß oder ist anstrengend? Er hat gesagt, er wurde schon ein paar Mal angeschrien. Ja, ach, wir sind da immer einer Meinung. Also es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, dem man sich ein bisschen anvertrauen kann. Ach so. Ah, dann seid ihr quasi so ein Team so zusammen. Dann ist es auch viel einfacher, mit den Kunden umzugehen. Genau, also der Herr Salame und ich, wir sind... Ja, gut, er ist wieder da. Ich gebe kurz nochmal weiter. Ich bedanke mich dann, wünsche alles Gute. Ja, sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. So, Olli. Ja, Mann, was sage ich? Mache ich klar, dann mache ich klar. Ah, ja. Danke, Bruder, danke. Ja, Mann. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Jo. Wenn alles gut geht, ne, dann gehen wir einen Kaffee trinken auf den Spaten, ja? Ja, haben sie ja, hat sie ja schon zugestimmt. Genau. Dann Beweisfoto, ne? Du hast ja meine Nummer und E-Mail und so. Kriegst du ein Beweisfoto auf jeden Fall. Gut. Ja, okay. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und viel Spaß beim Sparen, ja? Jetzt fühle ich mich aber abgewürgt. Nein, ist nicht abgewürgt. Weißt du warum? Weil mein Teamleiter ist ganz gekommen in der Leitung. Ja. Und der hat gesagt, guck mal, deine Arbeitszeit, ich muss weiterarbeiten, weißt du, der ist gemerkt. Oh, nee, ich will ja nicht, dass du Ärger kriegst, dann. Sonst kündigen die mich noch, weißt du, oh, geht nein. Nicht. Nee, dann könnte der auch keinen Kaffee mehr trinken gehen, wenn du ja, genau. So hat gecheckt. Dann. Ja, Mann, okay, dann, also, viel Spaß, ne? Alles Gute noch weiterhin. Ich warte auf das Foto. Okay, Bruder. Der Video. Hau rein. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke an die Leute, die immer bewerten, Kommentare schreiben oder auf Facebook aktiv sind. Die sind der Hauptgrund, dass überhaupt noch wöchentlich Videos kommen.